Ah, moin. Heute soll es ein bisschen um lustige deutsche Verhaltensweisen gehen. Das heißt, lustig ist es eigentlich nur, weil ein paar Insekten so den Eindruck machen, als hätten sie sich zu lange in der Nähe von dem Spießbürgertum aufgehalten. Und das hat jetzt abgefärbt auf ihr Verhalten. Verhaltensweisen aller, du kommst nicht in meinen Kleingarten, mein Revier, kennt man ja vielleicht. Und das hat natürlich meistens auch mit Sex zu tun in der Wildnis. Also ihr könnt heute euren Spaß haben, es wird unterhaltsam. Mussten wir euch zeigen, es ist ganz niedlich. Der Doc erzählt euch jetzt natürlich noch mehr Wissenschaftliches zu den Hintergründen. Deswegen würde ich vorschlagen, schlagen wir uns gleich mal ab ins Grüne. Ein herrlicher Tag Mitte Juli, es ist schön warm und hier tobt die Insektenvielfalt. Schmetterlinge, Hummeln, natürlich auch Honigbienen dabei und jede Menge Wildbienen. Und ja, mit den Wildbienen, wir haben ja hier in unserem Garten 140 Arten. Das ist ein Viertel von dem, was deutschlandweit vorkommt. Und das so weit im Norden, wir sind Niedersachsen und gar nicht Franken oder Thüringen. Und ja, Wildbienen für den Laien, viele sehen doch so ein bisschen aus wie Honigbienen, aber eine Biene, die ist sehr gut zu unterscheiden und das ist die Showbiene überhaupt, das ist Antidium manicatum, die große Wollbiene, die hier in Massen gerade an diesem schönen Ziest sammeln. Und jetzt wollen wir mal sehen, zack, so, haha, jetzt bin ich aber stolz. Ein Antidium manicatum Männchen, mit Bienen kann man das machen. Fliegen würde ich sofort kaputt machen. Bienen sind hart gepanzert, toller Chitinpanzer. Man sieht da die gelbe Stirn, die weißen Vordertarsen, die weißen Mitteltarsen und der Hinterleib, braune Flügel hat es, und der Hinterleib ist wirklich wespenartig. Ja, jetzt ist er aufgeregt. Man sieht aber hier hinten am Hinterleib diese drei Rammsporne, also drei Zacken hier. Und mit denen können die also dann alle anderen Bestäuber aus ihren Revieren vertreiben. Und ja, das ist also hier der Platzhirsch an diesem Betonika-Bestand, Antidium manicatum, die große Wollbiene. Ich lasse sie wieder frei. Ihr seht, der ist nichts passiert. Und jetzt fliegen wir auf Augenhöhe durch die Bestände und sind ein Antidium-Männchen und patrouillieren durch unser Revier seit morgens schon. Sobald die Sonne da ist und man warm genug ist, dann geht es los. Und wir begleiten ein Antidium-Männchen, was, solange es warm genug ist, den ganzen Tag in diesem Bestand präsent ist und aufpasst, dass keine Konkurrenten da sind, dass keine anderen Bestäuber da sind und dass dieser ganze Bestand nur für die Weibchen der eigenen Art zur Verfügung steht. Immer wieder bleibt es in der Luft stehen und guckt, ist da was zu sehen, was ich entweder vertreiben muss oder womit ich kopulieren kann. Oha, da kommt ein Konkurrent. Den müssen wir allerdings in die Flucht schlagen. Der hat hier nichts verloren. Eine Honigbiene, das fehlte noch. Oha, naja, eine Kollision bleibt nicht aus. Aber man ist ja hart gepanzert. Da kommt das Weibchen. Das ist ein bisschen kleiner als das Männchen. Schön in tiefen Zügen wird der Nektar getrunken. Keine Rammsporne, aber dafür diese Bauchbürste, wo es den Pollen sammelt. Und jedes Mal der Rüssel geputzt hinterher. Und sauber muss es schon alles sein, damit nichts einrostet und klemmt und verklebt durch den Zuckersaft. Da ist es jetzt mit der Ruhe vorbei. Aber jetzt kommt ein Nebenbuhler. Jetzt gibt's Stress. Jetzt kommt es zum Eklat. Das Weibchen kann jetzt weiter sammeln, weil die Männchen jetzt mit sich beschäftigt sind. Nein, man hat keine Sekunde mal. Aber sie hat sie aus dem Staub gemacht.
stand nichts wie nach. Denn der Druck ist ja noch da. Jetzt muss man in diesem Wald natürlich wieder das Weibchen finden. Sie muss doch irgendwo zu finden sein. Ach, da ist sie ja. Und sammelt ganz in Ruhe vor sich hin. Vielleicht klappt es ja jetzt. Allen Mut zusammengenommen. Und passt. Na endlich. So werden neue Antilien gemacht. Können wir auch nicht stören. Das dauert sowieso nur ein paar Sekunden. So, das war's. Es hat niemand gesagt, dass es einfach wird hier im Blumenbeet. Moment der Ruhe. Muss auch mal sein. Aber Moment, da fliegt was durchs Bild. Was ist das? Nichts wie hinterher. Ja, coole Sachen kann man hier im alten Botanischen Garten sehen. Was ist aus diesem Bereich geworden, der mal die systematische Abteilung war, mit ganz vielen Beeten, mit Gänsefußgewächsen und Fuchsschwanzgewächsen und anderen Familien? Naja, daraus haben wir diesen im Laufe der letzten Jahre mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen und viel Input durch die biologische Schutzgemeinschaft, Thomas Fechtler, Fjorn Pape, solche Leute, die uns ganz viel über Bienen erzählen, haben wir diesen Insektenzoo gemacht und das ist eine tolle Sache. Insekten schützen, das ist im Moment in aller Munde. Im Netz gibt es ganz viel. Es gibt natürlich auch Bücher, es gibt Fernsehsendungen und. Und wenn ihr euch Anregungen holen wollt, wirklich beobachten, welche Blüten, welche Tiere kommen da drauf, wie kann ich welche Tiere fördern, dann könnt ihr das nirgendwo so gut wie, ihr könnt es euch denken, im alten Botanischen Garten.